ökologisch ist, der sozial ist, der aber auch demokratisch gestaltet ist, den kann nicht im Hinterzimmer ausgemacht werden. Der geht nur mit uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur mit Beschäftigten aus Industrie und Handwerk. Und das machen wir heute ganz deutlich. Wir sind heute in München, aber wir sind heute in der ganzen Republik verteilt. Überall in ganz Deutschland finden heute dezentrale Kundgebungen statt. Sowohl bayernweit, aber auch von der Küste bis hier zu den Alpen. Überall versammeln sich heute um 12 Uhr Metallerinnen und Metaller, um das klarzumachen. Hallo München! Ich grüße euch! Diesen Wandel werden wir als IG Metaller und die Metallerinnen nicht alleine stemmen, sondern wir brauchen Bündnispartner. Das geht nur zusammen mit den anderen DGB-Gewerkschaften. Deswegen herzlich willkommen an diejenigen von IGBCE und Verdi, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen auch an politische Unterstützerinnen und Unterstützer aus dem ganzen Land, aus Parteien, die gerade mal so in den Bundestag gekommen sind und natürlich von allen Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Naturschutz und Fridays for Future. Herzlich willkommen! SPD, Grüne und FDP wollen eine sogenannte Fortschrittskoalition. Das ist erstmal ein gutes Signal. Nur, wo sind die klaren Botschaften? Im Sondierungspapier bleibt vieles vage und unverbindlich. Das ist doch kein Fortschritt. Und vor allem fehlt die Antwort auf eine entscheidende Frage. Wer soll das bezahlen? Wir haben dafür eine Antwort. Krisengewinner und Superreiche müssen ihren Beitrag leisten. Unterstützen wir auch die Kampagne von Verdi und von DGB. Superreiche zur Kasse bitten. Das ist richtig. Wir brauchen eine Vermögensteuer. Für uns ist klar, wer einen Aufbruch in eine moderne, in eine nachhaltige Wirtschaft will, der muss zuerst die Beschäftigten mitnehmen. Der muss an dem sozialen Zusammenhalt arbeiten, weil sonst die Gesellschaft gespalten wird. Und deshalb fordern wir massive Investitionen in unsere Standorte. Ansonsten haben ganze Regionen und Hunderttausende von Arbeitsplätzen keine Zukunft. Das darf und das kann nicht sein. Und deswegen sagen wir heute Nein zu Arbeitsplatzabbau, Nein zu Wohlstandsverlust und Nein zu gesellschaftlicher Spaltung. Es geht um nicht weniger als um die Zukunft unserer Industrie und das auch in München. In München gibt es prominente Beispiele, BMW, MAN, Bosch und auch Airbus. Dazu hören wir nachher ja noch mehr. Es geht um einen unumkehrbaren Wandel zu dem, was wir produzieren und wie wir produzieren. Es betrifft uns alle. Wir haben unsere Forderungen heute überreicht. Ihr kennt sie alle. Kein Arbeitsplatzabbau in der Transformation, zukunftssichere Arbeitsplätze und eine sichere Ausbildung. 500 Milliarden Investitionen in öffentliche Infrastruktur. Jetzt gibt es investieren, investieren, investieren. Energieversorgung, schnelles Internet, Batteriezellenfertigung, Halbleiter, Ausbau der Schiene, Wasserstoffinfrastruktur. Die Liste ist lang. Mit dieser Herkulesaufgabe darf man die Betriebe nicht alleine lassen. Das heißt, sie brauchen Förderung. Ja. Aber es kann nicht sein, dass Betriebe staatliche Gelder bekommen, die Arbeitsplatzabbau, Kurzarbeitergeld kassieren und danach ins Ausland verlagern. Das geht gar nicht. Und unserer Meinung nach darf es auch kein staatliches Geld geben für Unternehmen, die die Tarifbindung ablehnen, die die Mitbestimmung ablehnen, die die Betriebsräte rauswerfen und versuchen zu verhindern. Das geht.
Ich sage euch, Hände weg vom 8-Stunden-Tag. Metallerinnen und Metaller, wir haben noch nicht 130 Jahre lang für eine Arbeitszeitverkürzung gekämpft, damit wir jetzt den Rückwärtsgang einlegen, wenn wir schon mal experimentieren wollen. Dann habe ich einen Vorschlag. Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, das ist mal innovativ. Die Rente soll mit dem Kapitalmarkt verbunden werden. Das ist doch Wahnsinn. Mit der Rente spielt man nicht. Und wenn ihr das nicht ändert, gibt es richtig Ärger mit uns. In Deutschland den Beweis antreten, dass Industrie und Klimaschutz zusammengehen. Dass das kein Widerspruch ist. Dass wir das schaffen, gute Arbeit in einer klimafreundlichen Industrie zu ermöglichen. Das wird nicht einfach, aber wir Metallerinnen und Metaller haben schon ganz viel in unserer langen Geschichte erreicht. Und deshalb glaube ich auch, dass wir das können. Wir brauchen allerdings auch Bündnispartnerinnen und Partner dazu und den finden wir mit den Umweltverbänden. Es gibt schon seit einigen Jahren Kooperationen zwischen EG Metall und dem Bund Naturschutz. Übrigens, fair Wandel geht nur mit uns. Sozial, ökologisch, demokratisch. Ja, wunderschönen guten Mittag. Vielen Dank, dass ihr heute alle hierher gekommen seid und für die großartige Rede gerade als erstes hier als Auftakt. Viel ist da gar nicht mehr übrig, aber ich will mal anfangen mit dem, was gerade das Ende war, nämlich demokratisch. Wir als Ökos oder als Bund Naturschutz, als BUND, wir sind gar nicht so weit weg von euch. Zum Beispiel zutiefst demokratisch. Wir sind genauso organisiert wie ihr. Und das ist eine große Gemeinsamkeit, denn das, was wir vorantreiben wollen, das geht in den Unternehmen, das geht in der Politik nur demokratisch. Und deswegen herzlichen Dank, dass ich heute hier ein Grußwort sprechen darf für den BUND, für den Bund Naturschutz und ein Stück weit auch für die Umweltbewegung. Denn dieses alte Klischee, Umweltschutz versus Wirtschaft versus Arbeitsplätze, das ist Quatsch, dieses alte Klischee. Das hat man uns schon bei der Atomkraft erzählt. Und wir haben gemeinsam an einer Seite gekämpft, dass wir das endlich abschaffen und gemeinsam in die Erneuerbaren investieren und dort viel, viel mehr Jobs schaffen. Und das Problem ist, dass wir die großen ökologischen oder die großen weltweiten Krisen, die Klimakrise oder Artenvielfaltskrise, nur gemeinsam schaffen. Euch kommt in dieser Situation eine extrem wichtige Rolle zu, denn Transformation, sozial-ökologische Transformation, wovon wir sprechen, das ist schon ein unbequemes Wort oder kein einfaches Wort. Und diese Krisen, die muten uns alle ziemlich viel zu. Und deshalb müssen wir gemeinsam mit Verdi zum Beispiel für bessere Löhne im ÖPNV. Deswegen kämpfen wir mit der Arbeiterwohlfahrt. Oder deswegen kämpfen wir mit dem Paritätischen oder heute mit euch in der ganzen Republik gemeinsam für Fair Wandel. Das muss unser gemeinsamer Kampf sein, die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen, auch hier vor Ort, konsequenter Klimaschutz, das ist die Basis für jegliches Wirtschaften. Und das muss auch an die Adresse der Unternehmen gehen. Denn die dürfen die Profitinteressen nicht dem Klimaschutz, der Biodiversität oder eben den Löhnen unterordnen, sondern das geht nur in oberster Priorität. Deshalb versichere ich euch heute, euer Kampf ist auch unser Kampf und wir lassen uns nicht wie in den letzten Jahrzehnten auseinander dividieren. Wir hoffen auf eure Unterstützung. Vielen Dank, dass ihr da seid. Kolleginnen und Kollegen, die davon berichten können, die sind heute bei uns auf der Bühne zu Gast. Bitte begrüßt ganz herzlich mit mir Manfred Schoch, BMW Betriebsratsvorsitzende. Irgendwie war auch noch unter einer Rennen.
geht. Die ersten Fragen mal an dich. Du als Arbeitnehmervertreter bei BMW. Wenn du jetzt an die vielleicht kommende Regierung denkst und du könntest dir einen Wunsch äußern, der in Erfüllung geht, was würdest du den Regierungsparteien sagen? Was würdest du dir wünschen? Dann hätte ich folgenden Wunsch und lass mich den auch erklären. Wir sollten gerade in dieser Transformation an diejenigen Kolleginnen und Kollegen denken, die keinen festen Arbeitsplatz haben und die kein festes Einkommen haben. An unsere Zeitarbeitskräfte, an unsere Leiharbeitnehmer. Und was erleben wir da? Auch bei BMW. Wir erleben dort, dass wenn Zeitarbeitskräfte an die höchste Überlassungsdauer kommen, dass sie dann das Unternehmen verlassen müssen, sehr, sehr häufig dann sogar von ihrem Verleiher gekündigt werden, dann kein Einkommen haben, letztendlich dann keine Miete mehr zahlen können und fast die Familie nicht mehr ernähren können. Und ich finde, das ist wirklich ein untragbarer Zustand, wie da mit unseren Zeitarbeitskräften umgegangen wird. Mein Wunsch wäre ganz einfach, wenn die Höchstüberlassungsdauer erreicht wird und die Unternehmen dann vorhaben, wieder eine andere Arbeitskraft zu holen, dann muss die neue Regierung einfach durch eine Gesetzesänderung dafür sorgen, dass die bisherige Zeitarbeitskraft fest übernommen wird. Das ist ganz einfach. Das wäre mein Wunsch. Wie läuft diese Umstellung gerade? Läuft's gut? Was kann besser laufen? Lass mich auch an der Stelle ganz klar sagen, die Transformation ist nichts Schlimmes. Wer heute mal ein schönes Elektroauto gefahren ist, der weiß, elektrisch fahren ist was Schönes. Ohne Abgas, die Dinger sind schneller als jeder Verbrenner. Also die Zukunft der Automobilindustrie elektrisch ist eine gute. Da kommt nichts Böses auf uns zu. Aber die Umstellung von Verbrennermotoren auf elektrische Motoren ist natürlich dramatisch. Die gesamten Anlagen, die wir heute haben in der Industrie, sind ja alle auf den Verbrenner ausgelegt. Der ganze Maschinenbau, den wir haben, ist heute investiert in die alten Anlagen. Und lass mich ein Beispiel machen. Eine Zylinderkopftransferanlage, wenn wir elektrische Motoren machen, die kann man wegwerfen. Und was ist dann erforderlich? Wir müssen in der Industrie dafür sorgen, dass diese Neuinvestitionen in die Elektromobilität bei uns hier in Deutschland stattfinden und dass die Unternehmen auch investieren und nicht nur alles verlagern. Und mein Kollege von Bosch, der ist ja betroffen. Das ist ein Musterbeispiel, dass dann die Industrie hier abgebaut wird und abwandert. Und wir müssen deswegen dafür sorgen, dass die Investitionen hier bei uns in Deutschland, in München stattfinden, dass die Arbeitsplätze der Kollegen gesichert werden und dass auch entsprechend Qualifikationen für die Mitarbeiter, die bisher beim Verbrenner gearbeitet haben, dass die Mitarbeiter qualifiziert werden für die Elektromobilität. Also Investitionen, die Mitbestimmung bei der Qualifikation erhöhen und für sichere Arbeitsplätze in der Elektromobilität sichern, das ist unser Ziel. Und ich kann nur sagen, aus diesem Grund ist auch so eine Veranstaltung wie heute ein wichtiges Zeichen. Wir müssen ganz klar sagen, das ist die Zukunft und die wollen wir auch im Sinne der Arbeitsplätze mitgestalten. Herzlichen Dank. Habt ihr es ja geschafft, einen Zukunftstarifvertrag abzuschließen, der Beschäftigung sichert, der aber auch Investitionen sicherstellt. Erzähl uns mal, wie läuft es da mit der Umsetzung? Ja, vielen Dank, Philipp, und nochmal ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite auch an alle. Ja, auch die MRN steht im großen Wandel, in der Transformation. Und wie du schon gesagt hast, wir haben auch hier mit dem Arbeitgeber, bis auf die MRN einzugehen, damit man auch weiß, unter welchen Problemen wir momentan stehen, einen sogenannten Zukunftstarifvertrag abgeschlossen mit der IG Metall, das uns die eine gewisse Sicherheit für die Zukunft gibt und ein sogenanntes Eckpunktepapier. In diesem Eckpunktepapier ist festgeschrieben, dass Kompetenzen da bleiben, aber auch Kompetenzen verlagert werden in der Richtung und auch Investitionen sind festgeschrieben. Aber es ist auch festgeschrieben, aber es hat auch seinen Knackpunkt, das Ganze,
dass das Hauptproduktionswerk in München die Diesel-Lkw bleibt, aber auch in Zukunft die E-Mobilität, die E-Lkws in München produziert werden. Und dass der globale Zentrum für die Entwicklung sein wird. Das hört sich jetzt momentan sehr gut an und sagt, ihr habt ja alles festgeschrieben, aber leider hat ja alles eine andere Seite in der Richtung. Bei uns werden natürlich auch, so wie es im Eckpunktepapier festgeschrieben ist, aufgrund der Entwicklung zur E-Mobilität Arbeitsanteile verlagert. Das bedeutet auch, aber es kommen auch neue Arbeitsanteile dazu für die E-Mobilität. Das entwickelt sich nach und nach bei uns. Und eine Verlagerung, das heißt natürlich auch, dass man in unserem Eckpunktepapier Personalabbau besprochen hat. Das betrifft in München circa an die 2000, 2500 Mitarbeiter. Das muss man erst einmal stemmen für den Standort München. Und da geht nämlich die Transformation los. Wir haben zwar diesen Personalabbau sozialverträglich gestaltet, wir haben sehr gute Altersteilsverträge, wir haben auch sehr gute Verträge für Aufhebungsverträge, wo wir noch einen Bonus draufgesetzt haben, und wir haben auch noch mit der Qualifizierungsgesellschaft. Das muss man aber erstmal wappnen, weil es ist nicht so einfach, auch den Personalabbau hier in der Transformation umzusetzen. Und für mich geht jetzt erst die richtige Transformation los. Weil was heißt das? Ich habe Beschäftigte am Standort, die immer an den alten, in der Anführungszeichen, Produkten gearbeitet haben, und die müssen sich jetzt für die E-Mobilität qualifizieren. Und das ist eine Herausforderung. Das wird nämlich so sein, dass die Beschäftigten, die jetzt auf diesem Arbeitsplatz arbeiten, in Zukunft vielleicht ganz andere Arbeitsplätze bekommen. Und ich denke, das ist für die MAN eine enorme Herausforderung. Und dafür, denke ich mir, brauchen wir auch die Unterstützung der Politik. Das ist ein guter Schritt. Wenn Sie Geschichten hören wie Aufweichung des 8-Stunden-Tages, was über Arbeitszeit gesprochen wird, wie denkst du denn da darüber? Das ist für mich ein No-Go. Das ist absolut für mich ein No-Go. Die Sibylle hat ja schon in der Einführung gesagt, dafür haben wir gekämpft für den 8-Stunden-Tag. Den lassen wir uns auch nicht so einfach nehmen. Und ich denke mir, das Arbeitszeitgesetz, das lässt viel Spielraum in der Richtung. Wir können teilweise bis 10 Stunden arbeiten. Und ich denke, das Arbeitszeitgesetz hat Varianten drin, wo man das ausgleichen kann. Und was ist das, wenn man heute den 8-Stunden-Tag aufweicht? Zu welchen Lasten geht es wieder? Das geht nur zu Lasten unserer Beschäftigten. Und darum sage ich, mit uns nicht, das werden wir nicht zulassen. Ja, nochmal einen ganz, ganz anderen konkreten Charakter, dieses Stichwort Transformation. Manfred hat es schon angesprochen. Das Management von Bosch sieht für die Produkte, die am Standort München gefertigt werden, keine Zukunft, und sie wollen den Standort sogar vorzeitig schließen. Jetzt meine Frage: Was tut ihr dagegen? Zuerst mal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und dann grüße ich mal zuerst mal meine Mitarbeiter bei Bosch. Was wir dagegen machen: Wir haben am 22. Oktober den Arbeitgeber unser Alternativkonzept vorgestellt, um eine Werksschließung zu verhindern. Wir haben auch den Arbeitgeber gesagt, dass wir niemals eine Werksschließung hinnehmen werden. Wir werden es nicht akzeptieren. Wir werden bis zum bitteren Ende kämpfen, liebe Leute. Wir haben auch gedroht, dass wir uns an den Anlagen anketten werden, um eine Werksschließung zu verhindern. Was kann Politik dafür tun? Hast du Erwartungen an die Politik, wie sie eure Situation unterstützen könnte? Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Meinung sagt, die Uhr tickt und es ist 11:55. Der Arbeitgeber und die Politik müssen nun die Transformation gestalten und anders hinstellen, auf jeden Fall. Ich erwarte von der Politik, die Transformation mitzugestalten und den Transformationsprozess mit zu begleiten, mit verschiedenen, auf jeden Fall mit verschiedenen Instrumenten, wie zum Beispiel mit einer Beihilfe für die Unternehmen, damit die Transformation sozial gerechter gestaltet wird.
Deshalb lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, für eine gerechte Transformation, für einen gerechten Wandel, damit unsere Kinder noch eine Zukunft haben. Giuseppe, sehr richtig. Jetzt haben wir aber ja noch eine Sache, was bei euch in den nächsten Wochen, habt ihr da was Konkretes geplant, wo wir vielleicht auch die Leute, die hier sind, unterstützend tätig werden können? Ja, Philipp, wir haben was Gigantisches geplant. Wir planen im Werk München am 19. November um 11 Uhr in der Trudelinger Straße 191 gemeinsam mit vielen anderen Bosch-Werken eine Demo für eine faire und gerechte Transformation. Wir werden auch an diesem Tag den Arbeitgeber Folgendes auch mitteilen. Stopp mit Werksschließungen. Jetzt könnt ihr klatschen. Stopp mit Verlagerung in Billiglohnländern. Jetzt dürft ihr nochmal klatschen. Stopp mit Personalabbau und stopp mit unfairer und unzulässiger Transformation. Liebe Kollegen, kurz nochmal mein Schlusswort. Wer kämpft, kann gewinnen, aber auch verlieren. Aber wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Angst. Angst vor der Zukunft. Das geht uns seit 2 Jahren nicht mehr aus dem Kopf. Aber was macht denn der Jugend eigentlich Angst? Alleine essen, alleine lernen und alleine sein. Und das Allerschlimmste, alleine gelassen werden von der Politik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuelle Krise trifft die junge Generation hart. Auch in Jahr 2 der Corona-Pandemie hören sich Sätze wie diese vielerorts leider nicht wie Utopie an. Doch jetzt muss sich etwas verändern, damit die Zukunft nicht zum Horror wird. Wir haben 4 zentrale Forderungen. Punkt Nummer 1, die umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie. Ausbildungsplätze müssen gesichert werden und ausgebaut. 36.000 Ausbildungsplätze haben wir von letztem Jahr zu diesem Jahr in Deutschland verloren. Punkt Nummer 2. Sind wir eigentlich schon im Jahr 2021 angekommen? Das einzige Tempolimit, das wir kennen, existiert auf unserer Datenautobahn. Wir brauchen auf jeden Fall moderne Berufsschulen, technische Ausstattung und eine funktionierende, moderne Infrastruktur bei uns in Deutschland. Und das für alle. Seit Jahren hören wir uns das Gejammer der Arbeitgeberverbände an. Wir haben Fachkräftemangel. Gleichzeitig werden Auszubildende bei uns nach der Ausbildung auf die Straßen gesetzt. Deshalb fordern wir Punkt Nummer 3, die Stärkung der unbefristeten Übernahme für Auszubildende und Dualstudierende. Und das führt mich auch gleichzeitig zu unserem Punkt 4. Dualstudierende sind keine Beschäftigten zweiter Klasse. Behandelt sie auch so und sorgt endlich für gesetzliche Regelungen für diese Beschäftigten. Angst. Wir wollen keine Zukunftsangst. Ihr, die Politik, ihr habt den Auftrag, uns diese zu nehmen und endlich diese Horrorshow zu beenden. Wenn wir das hinbekommen, dann bin ich mir ganz sicher, haben wir eine richtig nice Zukunft vor uns. Deswegen, lasst uns aufstehen, lasst uns laut sein und lasst uns gemeinsam dafür kämpfen.
Denn die Jugend ist ihre eigene Zukunft. Und Finger weg vom 8-Stunden-Tag. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, danke für dieses eindrucksvolle und sehr wichtige Schlusswort, lieber Domi, du sprichst mir da auch persönlich aus dem Herzen. Danke an euch, dass ihr heute alle da wart. Lasst uns diesen Spirit, den wir heute wieder getankt haben, mitnehmen in die Betriebe.